Ja, ich bin heute hier beim Profibaumarkt Siebert und möchte Ihnen gerne ein bisschen was erklären zur Dübeltechnik in neuen Baustoffen. Mein Name ist Elmar Otte, ich bin Verkaufsberater hier in Hessen und werde Ihnen jetzt mal ein bisschen zeigen, was man so in einer Rigipsplatte zum Beispiel festmachen kann. Haben wir einmal den klassischen Dübel, und zwar den klassischen Allzweck-Kunststoffdübel, unseren Tox Trika. Das ist jetzt ein Modell 8 mm. Gebohrt habe ich schon, haben wir eine ganz normale herkömmliche Rigipsplatte, die überall verwendet wird. Setze also diesen Dübel in die Wand ein. Helfe ein bisschen nach. Und werde jetzt meine Schraube einsetzen. Interessant hierbei ist, was passiert eigentlich hinter der Wand. Da kann ja keiner dahinter gucken, aber wir haben jetzt einmal die Möglichkeit. Ich schraube jetzt ein und Sie werden gleich sehen, was der Dübel macht. Im ersten Gang spreizt er. Sie sehen, der Dübel breitet sich aus. Wenn ich jetzt eine Vollsteinwand hätte, würde das schon reichen, diese Schraube zu befestigen. In einem Hohlraum ist es dann schon schwieriger. Was passiert jetzt? Der Dübel fängt an, sich zu verknoten. Und ich schraube, bis er völlig verknotet ist und der Schraube sicheren Halt gibt. Das wäre mal so die klassische Befestigung eines Dübels. Eine weitere wäre ein Metallhohlraumdübel. Der Vorteil eines Hohlraumdübels ist, dass man wesentlich höhere Lasten an so einen Dübel befestigen kann. Bei einem klassischen Tridübel habe ich ungefähr eine Möglichkeit, ungefähr ca. 5 Kilo zu befestigen. Bei einem Metallhohlraumdübel kann ich bis zu 25 Kilo befestigen. Ich drehe die Schraube etwas raus, nachdem ich den Dübel eingesetzt habe. 12 mm wird hier bei dem Modell vorgebohrt. Und dann nehme ich meine Zange und ziehe. Schauen Sie, was passiert. Der Dübel verspreizt sich auch hinter der Platte und gibt so sicheren Halt. Ja, bei diesem Modell besteht auch die Möglichkeit, ihn klassisch zu befestigen mit einem Schraubendreher oder einem Akkuschrauber. Ich setze auch hier den Dübel ein und Sie sehen, der Dübel verspreizt sich hinter der Wand. Sie sehen also, man braucht keine aufwendigen oder teuren Montagehilfen, sondern das geht auch mit einem Schraubendreher. Ja, dann haben wir auch noch einen Spiraldübel, den GDK. Den gibt es in Kunststoff, auch in Aluminium, für Einfachbeplankung und für Doppelbeplankung und auch noch mit einem Schwert. Für Lasten von 6 bis 25 Kilo. An diesem Modell können Sie 6 bis 7 Kilogramm hängen. Der wird einfach nur in die Rigipswand eingeschraubt und dann können Sie eine 4,5er Spannplatten- oder Holzschraube nehmen und damit Ihre Befestigung in der Wand machen. Ja, dann haben wir noch eine Befestigung in der Isolierung. Sie kennen das Thema Vollwärmeschutz und hier vorne auch die Wand, die verputzt ist. Wie kann ich hier eine Befestigung machen? Da gibt es die sogenannten Isolierdübel. Und zwar unser Isol- bzw. A-Isol-Dübel. Einmal der Isol-Dübel. Das ist eine Befestigung, die auch direkt in den Putz eingedreht wird. Und dann kann ich hier eine Stockschraube in 10 oder 8 mm einschrauben, um zum Beispiel eine Fallrohrbefestigung zu machen. Oder ich habe eine Befestigung, eine Leichtbefestigung eines Briefkastens oder eines Bewegungsmelders oder einer Außenlampe. Dann nehme ich den A-Isol-Dübel. Da gibt es drei verschiedene Längen. Den schraube ich auch direkt in die Wand ein und kann dann mit einer 4,5er Spanplatten- oder Holzschraube die Befestigung machen.